Hallo, ich bin Kexus. Heute werde ich euch die Ansage Nosen erklären. Wo kommt der Begriff Nosen eigentlich her? Der Begriff Nosen kommt aus dem Englischen. Und zwar gibt es dort ja den Begriff Nase. Und genau daher kommt der Begriff auch. Im Englischen heißt es Nose. Und für die Ansage hat man das englische Wort genommen und hat ein EN drangehängt. So kommt der Begriff Nosen zustande. Wenn du auf dem Schiff irgendwo die Ansage Nosen hörst, wie man sie macht, erkläre ich gleich, dann ist damit gemeint, dass entweder euer Schiff oder das Schiff des Gegners mit der Nase voran in die Breitseite eines Schiffes fährt. Also nicht irgendwo, nicht Bug auf Bug, nicht Bug auf Heck, sondern in die Breitseite. Die Breitseite ist dort, wo die Kanonen sind. Beim Nosen gibt es ein ziemlich großes Problem, denn wenn ein Schiff mit der Spitze voran in die Breitseite eines anderen Schiffes fährt, hat es ja dort keine Kanonen. Das Einzige, was sie machen können, sie können einen Spieler hinstellen, der versucht, mit einer Sniper zu schießen, aber großartig bringen oder Schaden anrichten am anderen Schiff, das geht nicht mit einer Sniper. Die Ansage Nosen darf an und für sich nie für sich alleine stehen. Also, wenn man die Ansage Nosen macht, dann darf nie die Situation entstehen, dass irgendwer fragen muss, wer denn? Denn Nosen macht keinen Sinn. Die Ansage wird korrekt ausgeführt, wenn man sagt, Sie Nosen, dann ist der Gegner gemeint, oder Wir Nosen, dann ist das eigene Schiff gemeint. Deshalb ist auch die Ansage relativ wichtig. Denn der Steuermann muss wissen, ob er Nost und das Schiff so in Gefahr bringt. Aber die Kanoniere müssen natürlich auch wissen, wenn das gegnerische Schiff nost, denn das ist eine Fahrtaktik, die man ausnutzen sollte. Man sollte da nicht schlafen, sondern wenn man die Gelegenheit hat zum Schießen, sollte man es auch tun. Daher macht man auch die Ansage. Die Frage ist jetzt auch, kann man denn erkennen, ob die Spieler gut sind oder schlecht? Ich selbst schneide manchmal anderen Schiffen gerne mal den Weg ab. Und spannend ist dann immer die Reaktion des jeweiligen Schiffes. Denn bleibt das Schiff in dieser Position, kommt ein bisschen darauf an, ist eine Galli, ist eine Brig, ist eine Sloop. Eine Galli unter Vollsegeln kann nicht so schnell bremsen und auch nicht so schnell weglenken. Aber gute Spieler dulden das Nosen nicht sehr lange. Die versuchen, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass sie aus dieser Situation rauskommen. Wenn ein Schiff permanent auf die Breitseite des anderen Schiffes zufährt, dann sind das wahrscheinlich Neulinge, die noch nicht so genau wissen, dass das nicht so gut ist. Wenn man mit der Nase voran auf eine Insel zufährt, spricht man nicht von Nosen. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, gibt es da noch einen speziellen Begriff zu, werde ich euch irgendwann in einem Video auch noch erklären. Und jetzt zeige ich euch mal noch ein, zwei Beispiele zum Nosen. Da hier, das ist, als ich die Galli wegen dem FOTD übersehen habe. Hier fahre ich tatsächlich der Gallione in den Fahrweg. Die steht hier unter Vollsegel
Auch wenn ich hier jetzt gerade prüfe, was sie für Segel hat, weil ich mir nicht sicher war. Aber die steht hier unter Vollsegel, die kann nicht so schnell bremsen. Aber ich schneide ihr erstmal den Weg ab. Und wären das jetzt gute Spieler, würden die alles dafür geben, dass ich nicht auf sie schießen kann, beziehungsweise dass sie nicht weiter nosen. Und ihr habt es vielleicht gesehen, das Einzige, was die Galli hier macht, sie schießt mit einer Sniper oder mit einer Pistole auf mich. Hier in dieser Szene habe ich euch eine Brick, die nosed. Ich komme hier wieder auf die Idee, dieser Brick den Weg abzuschneiden. Und mein Kumpel hier, der Fruchti, verpasst es, auf die zu schießen. Und jetzt sind wir ehrlich gesagt ein bisschen in einer ungünstigen Situation. Vorteil ist, dieses Schiff ist friedlich. Das wird nicht auf uns schießen, denn ihr seht es hier oben in der Ecke, die fragen nach einer Allianz. Die haben keinen großen Grund, auf uns zu schießen. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen, was daraus lernen. Nächste Woche wird es um die Sortierung gehen. Da werde ich euch auch noch ein paar Begriffe erklären. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die mir bitte in die Kommentare. Wenn ich es kann, werde ich sie beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann lasst ein Abo hier. Drückt auch auf die Glocke, dann werdet ihr über jedes neue Video informiert. Im Abspann findet ihr jetzt noch den Twitch-Streamer-Tipp. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf See. Euer Kexus. Thank you.